In diesem Video erkläre ich dir, wie du den Modus bei klassierten Daten mit unterschiedlicher Klassenbreite berechnen kannst. Moin Moin zusammen. Heute haben wir die Mission, wir wollen den Modus berechnen. Bei klassierten Daten oder bei einer klassierten Häufigkeitsverteilung ist ja dasselbe. Und ich habe das Problem, dass ich unterschiedliche Klassenbreiten habe. Woran erkenne ich das? Naja, weil ich von 1 bis 5 Punkte eine Klasse gebildet habe, von 5 bis 10, von 10 bis 30. Da sind 4 Steps, da sind 5 Schritte und da sind 20 Schritte dazwischen. Also die Klassenbreite sind unterschiedlich. Wenn ich das erkannt habe, muss ich mir auch noch entscheiden, ob ich grob oder fein berechnen möchte. Das kommt auf den Aufgabentyp drauf an, da müsst ihr selber mal gucken. Aber bei beiden, bevor ich loslege, muss ich etwas ermitteln. Und zwar, der Modus ist ja der Wert, der am häufigsten auftritt. Also muss ich jetzt die Klasse finden, die am häufigsten vertreten ist. Und hier sehe ich schon, ich habe schon umwandelt, zahlentechnisch 3 sind in der Klasse, 15 in der Klasse und 2 in der Klasse. Naja, dann hat die zweite Klasse von 5 bis 10 die meisten Leute drinnen. Oder auch den höchsten relativen Anteil prozentual gesehen. 15 Zwanzigstel. Und darum ist das jetzt hier meine Hauptklasse. Und die markiere ich mir mit Pfeil oder umrande sie, wie auch immer. Mit dieser rechne ich jetzt alles immer aus. Von der ist alles abhängig. Fangen wir doch mal grob an. Den Modus berechne ich, indem ich die Untergrenze meiner Hauptklasse, das ist die 5, plus Klammer auf, den oberen Wert der Klasse, die 10, minus den unteren Wert der Klasse, die 5, geteilt durch 2 rechne und schon habe ich den groben Modus. Wie ich das Ganze an Zahlen mache und an einem genauen Beispiel verlinke ich dir am Ende dieses Videos übrigens. Eine zweite Variante wäre das Ganze fein zu berechnen. Ich sehe, dass ich da wieder den x unteren Wert meiner Klasse, wieder meine Hauptklasse nehme ich her, die 5 plus Klammer auf den oberen Wert 10 minus den unteren Wert 5 Klammer zu mal und jetzt kommt dj ins Spiel. Und dj bedeutet Häufigkeitsdichte. Und die Häufigkeitsdichte berechne ich bei klassierten Daten immer wie folgt. Entweder ich mache das Ganze über hj, also die absolute Anzahl der Leute in der Klasse, oder über FJ, also den relativen Anteil, die relative Häufigkeit der Klasse. Ich habe mich jetzt hier über HJ entschieden, weil ich das einfach schneller kann. Gut, was mache ich also? Ich nehme mein HJ der Klasse, fange ich oben an mit der ersten, die 3, geteilt durch den oberen Wert der Klasse 5 minus den unteren Wert der Klasse 1. Und darum sehe ich ja schon, HJ war 3, darum 3 geteilt durch 5 minus 1 ergibt 4, 3 Viertel. Und das ist dann meine Häufigkeitsdichte dieser Klasse. Und das habe ich für jede durchgemacht. 15 durch, und da ist die Range 5, also 15 durch 5. Und die letzte ist, da sind 2 Leute drin, da ist die Range 20, also 2 durch 20. Gut, und dann habe ich mein DJ. Das brauche ich trotzdem für jede Klasse. Und jetzt kann ich loslegen. Und darauf müsst ihr wirklich achten. Das ist ein bisschen tricky immer. Klammer auf. Nehme das DJ meiner Hauptklasse, in dem Fall das hier, minus den DJ der vorherigen Klasse. Ich bin ja hier in der zweiten Klasse. Das ist die erste, das ist die dritte Klasse. Die zweite Klasse, minus 1, J, das bedeutet Klasse, minus 1, also 2 minus 1 ergibt 1. Also der vorherigen Klasse, die erste Klasse. Also brauche ich hierfür, hier kommt das DJ der vorherigen Klasse hin. Und darum habe ich das auch markiert. Jetzt merkt ihr auch, ah, das ist der Hauptwert. Und jetzt hüpfe ich einmal kurz hoch für den Wert und hole mir den hier oben raus. Rechne das beide miteinander. Minus geteilt durch unten wieder DJ, aha, minus DJ der vorherigen Klasse, okay. Klammer zu, mal DJ wieder, aha, mein normales DJ der Hauptklasse. Minus den DJ der oberen Klasse. Ich finde in der zweiten Klasse haupttechnisch. Plus 1 ergibt dritte Klasse. Also brauche ich hier das DJ der oberen Klasse. Und darum merkt ihr, dass ich mir das markiert habe, damit ich weiß, einmal oben drüber und einmal unten drunter für diese Formel. Und grundsätzlich zu beachten ist natürlich immer, dass ihr vorher eure Datensätze der Größe nach
der Klassen sortiert habt. Ne? Und oben mit klein anfangen und immer größer werden, ganz wichtig. Müsst ihr dir aber eh beachten. Falls du es jetzt verstanden hast, würde ich mich riesig über den Daumen nach oben freuen. Ein Abo wäre umso schöner. Und ansonsten nochmal kurz und knackig. Modus, klassierte Daten. Wichtig ist, bei unterschiedlicher Klassenbreite möchte ich es grob oder fein berechnen. Grundsätzlich, wenn ich mich dafür entschieden habe, schaue ich, welcher der Klassen ist am häufigsten vertreten. Die markiere ich mir und dann setze ich nur noch sauber ein. Falls ich es fein berechnen möchte, muss ich halt vorher noch einen zusätzlichen Wert berechnen. Mein DJ für jede Klasse einzeln von meinen kompletten Daten setzen. Und dann ist es einsetzen, ausrechnen und fertig. Gut, mein Liebster und mein Liebster, dann bis zum nächsten Mal und mach's gut.